Mann, 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 Mann. Da kriege ich direkt Kopfweh. Tja. Gott sei Dank bewirtet. Gott sei Dank ist das das Einzige, was mir Kopfschmerzen macht. Und nicht Twitch Prime, die kostenlose Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen. Kuss. Waren wohl nicht die Mods. Es ist katastrophal. Es ist katastrophal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Twitch Prime ist nicht kostenlos. Nichts im Leben ist kostenlos. Pass mal auf, Mano. Ja? Wenn Drake zu deiner Mutter geht, dann lässt die den auch ran, ohne dass die 50 Euro austauschen müssen. Verstehst du mich? Ne? Also lass mal deine Twitch Prime-Denunzierung hier. Ist das klar? Ne? Drake. Die ist aber auch alt und dick. Ja, aber trotzdem würde Drake sie ganz lustlich vernaschen. Mir tatsächlich unsicher. Ja. Ich mir auch. Ich bin mir sicher, dass ich Aspirin brauche. Hat der Kaffee nicht gereicht? Sehen Sie mal. Wo war ich stehen geblieben? Mr. Lynch, wir waren gerade bei Legislativzeiten. Mitchell. Wir waren dabei, dass Sie etwas vorgeschlagen haben, dass sich so nach so einer Art Spokesperson handelt, die zu uns kommt und Einfluss genau. nimmt. Spokesperson, eventuell sogar mit der Aussicht darauf, dass Dinge zu ändern oder mit Dingen an die Stadtverwaltung anzutreten, wie die Reduzierung der Stütze. Jelena, greifst du mal kurz in meinen Humidor? Mhm. Danke. Wie viele? Zwei. Mhm. Warten Sie, Ma'am, ich glaube, wir kennen uns noch gar nicht. Mein Name ist Frau Fleming. Mitchell, Kollegin von mir. Mitchell, hallo. Schön, Mitchell, Name. Angenehm, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Fleming. Ich bin Chief Justice und Richter am Court of Los Santos. Rauchen Sie? Ja, tatsächlich. Dann drei. Verstanden. Vier auf, wenn du selber möchtest. Ja. Okay, Spokesperson. Möglichkeit, Gesetze vorzuschlagen, Möglichkeit, an so Dinge wie mit der Stütze zu arbeiten. Also Sie sagen... Gesellschaftliche Veränderungen. Gesellschaftspolitik. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Das sind einfach so Dinge, die auch nicht über irgendwelche Köpfe entschieden werden, sondern die einfach als Wahrnehmung für die Bürger da draußen, der bringt das weiter, das habe ich gemacht. Und wissen Sie, was für einen Vorteil Sie da noch hätten? Jegliche Öffentlichkeitsarbeit würde wegfallen. Weil die Öffentlichkeitsarbeit dann im Auge des jeweiligen Bürgermeisters liegt, das würde ich es jetzt einfach so nennen, weil der dafür zuständig ist, damit Sie Ihre Arbeit machen. Und wenn Sie sagen nein, dann wird der dafür geköpft und nicht Sie. Ja, ja. Sowas beispielsweise. Und das ist einfach... danke, Elena. Das ist... Ja, passen Sie auf. Auf das produktive Gespräch gebe ich Ihnen erstmal eine Zigarre aus. Hm. Vielleicht hilft das ja auch mit den Kopfschmerzen. Mein Gott. So einen habe ich ja noch nie gesehen. Hm. Ja. Oh. Vielen Dank. Ist die Hand gerollt? Genau. Ja, ja. Oh mein Gott, schauen Sie mal die Textur an, Mitchell. Hm. Riechen Sie mal dran. Oh. Kakaonoten, Kaffee. Oh mein Gott. Ein zarter Hauch von Limette. Aber die kommt so spät, die Limette. Ja, ganz am Ende. Oh. Ausgezeichneter Geschmack. Nun gut, Mr. Lynch, ich bin durchaus gewillt, die Constitution hingehend zu prüfen. Was Änderungen an der Constitution angeht, bin ich aber auch ganz offen, ist das nichts, was wir in diesem Hinterzimmer einfach so besprechen können. Ja, Politik wird ja nie in Hinterzimmern gemacht. Natürlich nicht. Nein. Das ist nicht dieses Hinterzimmer, das wäre ein Hinterzimmer, ja, in
dass sie wahrscheinlich keinen Zutritt hätten, denke ich. Aber da bin ich durchaus gewillt. Die Frage ist jetzt, jetzt stehen Sie hier vor mir und wir reden über Politik. Mr. Lynch, haben Sie selbst vor, das zu machen? Natürlich. Ich kenne mich dran. Das klingt vernünftig. Mr. Lynch, haben Sie da Gegenkandidaten? Nein, das ist aber mir egal. Nun, das verstehe ich. Also es spielt keine Rolle. Also ganz am Ende ist es ja so, dass ich habe mit allen gesprochen. Und alle reden immer das gleiche uninformierte Blödsinn. Ja, der Arbeitslosen. Und dann sagt der andere, Pichler sagt irgendwas Unverständliches. Und dann, man muss irgendwas mit Jobs machen. Aber die Leute haben keine Ahnung, wie sie es tun sollen. Ja, sie wissen nicht, woran sie arbeiten sollen, mit welcher Zielgruppe sie zu tun haben. Und ich habe beispielsweise, ich sage Ihnen... Die wollen allen gefallen, Mr. Lynch. Ja, das ist halt Blödsinn. Die haben das eins und eins noch nicht gelernt. Ecken und Kanten braucht man. Ecken und Kanten. Sie scheißen einem auf den Kopf, damit 5 Leute sagen, das hast du gut gemacht. Genau, weil denen das gefällt. 9 von 10 Leuten finden Mobbing gut. Wussten Sie das? Ja, richtig. Ja, sehen Sie. Und da, ich habe beispielsweise mit dem Pichler gesprochen und habe über diesen Counter-Terrorism-Novelle gesprochen und der wusste gar nicht, wovon ich rede. Die informieren sich halt nicht. Die Leute sind nicht vorbereitet, die haben kein Interesse daran, die reden von Politik, aber wissen nicht, was Politik bedeutet. Selbstdarsteller, Mr. Lynch. Selbstdarsteller. Ja. Katastrophal. Passen Sie auf, ich nehme das mit. Darf ich mich diesbezüglich bei Ihnen melden? Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, vielleicht übermorgen. Natürlich. Und ich würde mich am Wochenende mal ransetzen, zu schauen, wie ich das verfassungsrechtlich umgesetzt kriege. Natürlich. Denn tatsächlich, wir brauchen eine Kontrollinstanz. Wenn wir jetzt allerdings so eine Art der Spokesperson, Mayorship oder sowas nehmen, dann kann man das vielleicht auch viel dynamischer lösen. Es geht vielmehr darum, dass, wie soll man das jetzt sagen, dass die Straße ein Sprachrohr hat, was vielleicht nicht unbedingt ein Anwalt ist, der hier aufläuft, sondern einen ständigen Ansprechpartner, der Dinge ansprechen kann. Genau. Mm-hmm. Als Kommunikationsinstanz und vor allen Dingen auch als die Öffentlichkeitsarbeit non grata. Also das ist ja die Aufgabe von jemandem, der dafür zuständig ist, nämlich der ansprechbar ist, der dann sagt, okay, was hast du für ein Problem? Ist das relevant, ist das nicht relevant? Und damit gehe ich zum Department of Justice. Mr. Lynch, jetzt habe ich trotzdem noch eine Detailfrage. Ich habe natürlich auch Ihre Außendarstellung gesehen, Ihres Unternehmens. Mit wem haben Sie den Vertrag geschlossen zur Übernahme der kompletten Internetanbindung? Mit der Stadtverwaltung. Gut. Jetzt möchten Sie also mit Ihrem Unternehmen, ja, als Mayor, so ein bisschen in diesen Bereich reingehen. Jetzt habe ich nur die Frage, wenn irgendwann Kosten anfallen, ja? Ich habe das ja gelesen, das Kleingedruckte. Ich bin Jurist, ich lese gerne Kleingedrucktes. Natürlich. Haben Sie sich mit der Stadt da schon organisiert, wer die Kosten übernimmt? Sie auf den Endnutzer umzulegen, halte ich momentan für schwierig. Sie wissen, glaube ich, warum. Der Endnutzer. Lassen Sie mal den Endnutzer sein. Der kriegt doch gar nichts mit. Dieser Paragraph, den wir in dieser Pressemitteilung mit reingenommen haben, ist der Paragraph, den wir rechtlich reinnehmen müssen, weil die Wahrscheinlichkeit immer besteht, obwohl ich ihm ein langes sportliches Leben wünsche. Aber Herr Kennis hat bei mir mal 2 Torten vergessen im Büro. Das ist ihm aus der Tasche gefallen. Es kann sein, 2 Torten. Einfach Torten. Ganz katastrophal. Es kann sein, dass Herr Kennis irgendwann mal aufgrund von irgendwelchen Situationen das Zeug nicht gesegnet und der Nachfolger nicht so bereit ist, der das Erbe antritt, die Förderung so weit finanziell zu unterstützen, wie Herr Kennis das tut. Sie kennen Mr. Müller, Sie kennen Herr Kennis, die sind immer dafür bereit, zu fördern, was für die Stadt zu machen, da Geld zu investieren. Wir müssen uns allerdings absichern für den Fall, dass das nicht mehr so ist und der Nachfolger das nicht mehr tun müsste, dass wir das über eine Gebühr finanzieren, weil wir auch Servicetechniker haben, wir haben Baustellenarbeiter, wir haben Leute, die das jetzt ausbauen, die das warten und die das technisch verbessern. Mr. Lynch, ich habe all das gehört. Das ist wirklich eine hervorragende Sprachregelung, die Sie haben. Ich habe aber auch das zwischen den Zeilen gehört und Mr. Lynch, ich hatte kurz Angst, hier vor einem Idealisten zu stehen, aber... Oh, ich kriege just in dem Moment, dachte ich, sehen Sie, wir sprechen davon. Mr. Müller! Ich habe einen Anruf am 23. um 22.38 Uhr von Ihnen. 22.38 Uhr. Kann sein, dass ich mich verwählt habe, da war ich angeln. Achso, ja gut, wunderbar, dann hat sich das erledigt. Ja, ich will Sie nicht weiter heute mit Arbeit zumüllen.
Nee, alles gut. Muss ja auch mal sein. Was. Alles in Ordnung. Hat das geklappt mit den neuen Sachen und alles? Ja, das hat also alles funktioniert. Die, sie haben jetzt die zweite Charge, kommt ja jetzt bald. Ja, ne? Richtig. Da müssen wir mal gucken und wir müssen mal schauen, wie das im Flughafen aussieht, weil wir da irgendwie auch noch Infrastruktur hinstellen. Können wir da mal vorbeifahren? Oh, das ist schwierig. Also in Begleitung mit mir, ja. Naja, darum sage ich Ihnen das ja. Kriegen wir das jetzt irgendwie spontan hin? Ich habe jetzt noch mit Mr. Fleming. Ich fahr kurz dahin, kommst du da vorbei, ja. Na gut, dann fahren wir da gleich vorbei. Bis gleich. Ja, da ist doch, das funktioniert auch. Gut, Mr. Lynch, wir verbleiben einfach dabei. Ich werde mich in den nächsten 2-3 Tagen bei Ihnen melden. Ja. Und wir baldowern das mal aus. Genau. Dann machen wir aber auch gleich eine ordentliche Roadmap. Dann möchte ich einen Wahltermin festlegen. Dann möchte ich wissen, bis wann die Teilnehmer da gemeldet sein müssen. Denn was ich ungern haben würde, ist, dass wir das 3 bis 6 Wochen durchziehen. Ja. Und einen Tag vorher kommt dann noch irgendein Idiot, der da gerne mitmachen möchte. Ja, wir müssen da klare Strategien oder klare Pläne machen. Und ich denke, Frau Mitchell setzt sich da auch nochmal mit hin, einfach um das Ganze mitzunotieren. Aber das kriegen wir schon hin. Genau. Wir bräuchten dann tatsächlich eine Informationsveranstaltung, wo wir die Bürger in San Andreas informieren über das, was wir da vorhaben. Genau. Wir werden natürlich auch Pichler und Odilecto da versuchen einzubinden. Ich meine, den einen von den beiden wird eh kein Idiot wählen. Die werden schon Stimmen bekommen. Die sind ja nah an den Leuten dran. Das sind Otto-Normalbürger. Ja. Aber das ist auch okay. Mir geht's auch gar nicht. Mr. Fleming, ich will ihm gar nicht. Mir ist es auch voll egal, ob ich jetzt in der ersten Instanz da gewinne oder nicht. Es geht einfach um diese Maßnahme. Ob ich in der ersten Instanz gewinne, Mr. Lynch. Dann machen Sie es halt in der zweiten, ne? Ja. Passen Sie auf, was Sie hier sagen. Ich komme aus Washington, ich höre sowas. Ja, und haben Sie meine Telefonnummer eigentlich? Ja, die haben sie mir damals gegeben. 22, war mal mit einem Antrittsbesuch mit ihrer Sicherheitsfirma hier. Ah. Wenn die sich nicht geändert hat. Hat sich nicht geändert. Gut, dann ich komme auf Sie zu. Genau, rufen Sie mich einfach an. Gutes Gespräch. Danke Ihnen. Wiedersehen. Schönen Abend. Dann für Sie. Ah, Mr. Hill, ich grüße Sie. Passen Sie mal ganz kurz auf. Die Zeit. Ja, Mr. Hill? Wir haben Ihre Monopolstellung. Ja. Hast du Schmerz dabei? Mr. Hill, der Empfang ist gerade ganz schlecht, Mr. Hill. Ja, ich weiß. Haben Sie Ihre Spitzbox schon mal neu gestartet, Mr. Hill? Meine Spitzbox? Ja. Ich habe sie 3-mal neu gestartet. Aber ich kotze gerade im Strahl. Und ich sage Ihnen eins. Sie sollten sich in einer halben Stunde an Ihrem verdammten Tower einfinden und Sie sollten die Feuerwehr mitbringen, denn die Scheiße wird brennen. Da werden ziemlich viele, also ich will den nicht anzünden, das meine ich gerade deutsch, und da werden ziemlich viele Demonstranten sein. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte die Telefonate ungern unterbrechen, dann müssen Sie weiterarbeiten. Ja, wir gehen raus. Mr. Hill, ich muss kurz auflegen, ich rufe Sie gleich zurück. Krishna, ich sehe mich übrigens als Einhorn. Mr. Krishna, ich grüße Sie. Ich wollte gerade sagen, Sie rennen hier schon einfach an mir vorbei, Mensch. Wollte ich jetzt nicht, aber mir wurde gerade per Telefon gesagt, dass irgendwas in Flammen aufgehen soll. Und ich glaube, meine Server werden jetzt gleich angegriffen. Ich muss mal. Vielleicht kommen wir mal nicht, weil ich sehe ja sonst auch nur Ihre Bauarbeiter. Ich muss gleich vielleicht nochmal mit Ihnen telefonieren. Brauche ich vielleicht noch den einen oder anderen Einsatzkräfte. Alles klar, ja, rufen Sie an. Ich mache gleich schon das Gesetz. Oh Gott. Der Mr. Hill hat mich gerade angerufen und hat gesagt, in halber Stunde wird irgendwas brennen. Okay, wir sollten mal hier raus. Kurz reden. Ja, genau. Warte. Verdammt nochmal. Die sind ja ganz schön wütend. So, was ist denn los? Also, Breen hat angerufen. Ja. Breen war gestern Abend kurz im Stadtpark. Dann wollte ihm irgend so ein Depp eins aufs Maul hauen, weil er bezahlt wurde dafür. Er hat dann den so rumgekriegt, dass er den anderen quasi, dass er das nicht macht. Ja. Der hat dann den Baseballschläger ausgepackt und hat 3 Jungs verprügelt. Mhm. Breen hat bei uns angerufen, beziehungsweise in dem Fall bei Kramer. Ich war gerade dabei, ihm den Kopf zu waschen. Wir sind dorthin, haben ihn abgeholt. Breen hat eine Platzwunde davongetragen. Während wir bei Asimov waren, sind dort dauernd Autos rumgefahren, direkt an der Praxis. Und ich soll sagen, Breen befindet sich in Gefahr. Er versucht aufzupassen, aber immer wenn er irgendwo hinkommt, zückt irgendjemand sein Handy und sagt, dass er dort ist. Hm, den Teen-Fall, also diesen Inkasso-Fall, habe ich jetzt erstmal mit übernommen, habe mich gebeten, dass ich mich darum kümmere.
Und habe da auch schon was rausgefunden. Aber das ist das, was ich ausrichten soll. Breeden. Man soll auf sich aufpassen. Ich muss jetzt kurz mit Mr. Hill sprechen. Gut. Was haben wir denn da? Er hat irgendwas von 30 Minuten gesagt und anzünden. 30 Minuten, okay. Ich weiß jetzt aber nicht, was er meint. Okay, geht nicht ran. Ist ja gerade im Wienert oder so. Wir gehen mal rüber zum Auto. Haben Sie noch was zu essen dabei? Nee, auch nichts mehr. Ah ja. Okay, also die Kandidatur ist ernst gemeint, ja? Ja, ja, wir übernehmen den Laden. Alles klar. So. Breen wird verfolgt, aber von wem? Ja, von diesen Typen. Ich habe die kurz gesehen. Naja, das sind drei Typen, die der zusammengeschlagen hat. Und die sind jetzt wohl hinterher nach ihm. Also hat Breen drei Typen geärgert und die sind jetzt hinter ihm her? Ja. Also, ja. Eigentlich hat er sie nicht wirklich geärgert, aber die haben das wohl so verstanden. Rufen Sie mal bitte das Bauarbeiterteam an rund um Nimmersatt, dass die aufpassen sollen, dass wir jetzt irgendwie eine Drohung bekommen haben, dass irgendwas in Flammen steht. Ja? Nimmersatt ist nicht mehr da. Sehr gut. Ist auch nicht mehr da. Kontrollieren Sie gleich mal, ob hier vorne die Tür abgeschlossen ist. Nicht, dass Sie bei uns reinkommen. Ich warte hier. Ja. Oh. Lensch? Luca hier, Manfred, grüß dich. Sag mal, ich wollte dich gerade anrufen. Ich habe gerade einen Anruf von jemandem gekriegt, der irgendwas anzünden will, aber ich bin dir noch nicht ganz klar, was. Ja, ich wollte dich anrufen, weil ich gerade gehört habe, dass eine Riesendemo von mehreren Leuten geplant wird am Schwarzwassertower. Okay, wir schließen gerade alles ab und bringen die Fahrzeuge in Sicherheit. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Ja, bis gleich. Okay, die wollen wohl am Schwarzwassertower hier demonstrieren. Ist vorne alles zu? Ja, ist alles zu. Gut. Oh. Wenn man vom Teufel spricht. Mein Gott. Guten Abend. Manfred, hallo. Hi. Frau Mitchell. Ich würde kurz mein Fahrzeug auch noch hier. Achso, ja, wegfahren. Bringt alles weg. Ja, ja. Das. Thank you.
Mr. Müller, wir müssen das verschieben. Hier bahnt sich gerade eine riesige Demonstration an wegen unserer Privatisierung des Internets. Ja gut, alles klar, da weiß ich nicht, da brauche ich nicht länger warten. Alles klar. Dann machen wir auch nochmal, bis dann, ciao. Aber wo ist denn die Demonstration? Vom Schwarzwassertower soll das wohl gleich sein. Schauen wir mal an. Na klar, bis jetzt ist noch ruhig, bis jetzt ist noch ruhig. Ich schau mal, gut, alles klar, wieder schauen. Ja, ich habe gute Kontakte in diese Gruppe da, woher das jetzt kommt. Ja. Wird nämlich aus der Richtung Kinder des Lichts kommen. Ja, ja. Weiß nicht, ob Sie den Herrn Hill kennen, den Revenant? Ja, ja, ich hab, der hat auch schon heute ein Problem mit seinem Internet und wir haben die Support, unsere Support auch schon drauf angesetzt, aber er hat jetzt nicht geantwortet und hat noch keinen Termin gemacht. Aber ja, das scheint wohl gleich zu knallen. Ja, die ich kenne das aus vorherigen Demos, deswegen spreche ich da offen, Manfred. Die kommen da ganz schnell mal mit 20, 30 Leuten. Hm. Wenn ich jetzt an die vorherigen Demos an der Hall of Justice denke und so weiter, wegen den Beschlüssen. Ja. Die mobilisieren da irgendwo, ich weiß nicht, woher sie die Leute mal kriegen. Ich glaube, die bezahlen die sogar für die Demo, damit die da mitmachen. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, also es artet manchmal aus, deswegen müssen wir aufpassen. Die sind da meistens so mit Schlagstöcken und Billardskös und sowas bewaffnet. Könnt ihr hier Polizeieinheiten stehen? Ich habe gerade den Krishna getroffen. Ja. Aber könnt ihr hier ein paar Einheiten abstellen jetzt einfach prophylaktisch? Ja, ich telefoniere mal mit der Leitstelle. Ich glaube, bei 14 aktiven Streifen lässt sich was machen. Ja, und das ist einfach, also die können ja demonstrieren. Nichts gegen das Demonstrationsrecht. Die sollen halt nur nicht gewalttätig werden. Wir haben schon die Tür vorne zugemacht. Ja, und nicht einbrechen, ne? Schaut, dass ihr alle Eingänge wirklich alles verriegelt. Alles zu, es ist alles zu. Okay. Ich kontrolliere nochmal, aber es sollte alles zu sein. Alles klar. Sie ja. Was hier merken, genau. Wenn wir die halt jetzt schon herschicken und hier ist nichts los, dann werden sich die Streifen fragen, was ist los, ne? Deswegen, ich werde auf jeden Fall schon ein Warning rausgeben, sodass die in der Nähe bleiben und hier in der Umgebung patrouillieren. Sollte sich das dann hier langsam aber sicher anbahnen, richtig, dann würden wir die auch hier abstellen. Mhm. Okay, alles klar. Na gut, dann holen wir uns noch was zu essen, Mitchell. Ja, würde ich auch sagen. Sonst verhungere ich hier noch. Sehen Sie, der Officer sieht das ähnlich. Ja, ist jetzt auch ähnlich. Danke auf jeden Fall für das Heads-up, Luca. Naja, klar. Na? Ach, okay. Da ist schon der Herr Müller. Gut. Bis dahin. Okay, kommt gerade durch den Funk mit der Demo. Kommt durch jetzt? Er kommt gerade durch den Funk, ja. Ach du Scheiße. Es soll wohl sogar mehrere Verletzte geben, die wollen wohl auch Gewalt anwenden. Ach du Scheiße. Ist ja 4-Mann-Demonstration oder was? Nee, das ist noch nicht die Demo. Das geht erst los. Das geht wohl einfach so. Erst los. Und deswegen, dann Gott. Ziehen sie sich doch zurück besseres am besten. Ja, wir müssen erstmal schauen. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen und dann schauen wir mal, wie das hier eskaliert. Na ja gut, wo startet denn die Demo? Das weiß ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Woher wissen Sie, dass eine kommt? Ist das angekündigt worden oder wie? Ja, ich habe mehrere Anrufe bekommen mit sehr, sehr schlechter Funkverbindung. Anscheinend hat jemand Probleme mit seinem Internet und konnte seinen Spitzrouter nicht neu starten. Und der ist jetzt auf dem Weg hierher. Ich glaube, es ist Herr Hill. Ich bin mir aber nicht sicher. Naja, da bin ich mal gespannt. Ja gut. Naja. Ja, alles klar. Gut. Ich fahre ins Dann Medien, schönen Abend noch und gute Sicherheit vor allen Dingen. Naja, gesund bleiben und bis so dann. Und so fort. Ja, bitte. Wir schauen mal, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt der Frau Mitchell auch die Nummer gegeben. Manfred, wenn was ist, klingelt sofort durch. Genau. Und wir sind dann in der Nähe, ne? Genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Danke. Meine Güte. Dann. Wollen wir uns erstmal was zu essen? Na klar. Keine Demo ohne gefüllten Magen. Naja. Ein Stück vor? Ja.
Vielleicht hat das Crucial Fix ja jetzt offen. Das wäre sehr gut. Mhm. Frieden, hi. Wir holen uns jetzt gerade was zu essen. Beim Crucial Fix. Sieht aus, als wäre es offen. Gleich. Okay, sehr gut. Ja, Breeden kommt vorbei. Nice. Nice gesagt? Ja, ich versuche meinen Sprachschatz ein bisschen besser zu gestalten. Merk das. Was sagen die jungen Leute? Nice. Aha. Cool. Ich würde sagen, ich bin beeindruckt, aber ich bin es nicht. Hm. Das ist ja eine richtige Schlange hier. Mhm. Alle wegen den Klopsen wahrscheinlich. Die Mettbrötchen, um ehrlich zu sein. Ah, ja. Ja, es ist. Sie haben noch nicht bestellt, ne? Nee, ich warte noch. Ich glaube, die Herrschaften in den hübschen Anzügen. Ja, die Mediziner, die sollen mal ruhig bestellen. Wenn sie es eilig haben, können sie auch vor mich gehen. Ich habe nur Hunger, aber ansonsten drückt nichts. Ja gut, aber Hunger ist schon eine Eiligkeit. Das ist wirklich eilig, ja. Abend. Abend. Leute, habt ihr einen Moment? Oh Gott. Ja. Mhm. Lasst uns mal in die Ecke gehen oder so. Ich habe dich gar nicht gekannt. Ist auch gut so. Was ist denn los? Hast du ihm alles erzählt? Ja. Ich weiß nur, dass du irgendwas gemacht hast. Hast du ihm wirklich alles erzählt? Ja, habe ich. Okay, pass auf. Mindestens 3 Leute sind hinter mir her und wollen mich entweder abstechen, abschießen oder sonst was machen. Okay, und wer ist das? Kamillentee. Kamillentee? Ich habe jetzt keinen Durst. Nein. Ja, so habe ich auch reagiert. Das ist alles, was ich bisher weiß. Das waren 3 dunkelhäutige Leute, die waren, ich glaube, schwarz-weiß gekleidet. Ich weiß nicht, ob die zu einer Gang gehören oder für wen die arbeiten. Ich habe eigentlich nichts außer den Namen Kamillentee. Und ja, das soll ein Name sein. Okay, und die erkennen dich aber so definitiv nicht, ne? Also du bist niemals zu erkennen. Richtig, aber es gibt Leute, die für die Ausschau halten. Gestern, als ich am Stadtpark war, hat zum Beispiel einer sofort angerufen und meinte, das ist der Typ, schnappt ihn euch, holt ihn, der fährt sonst weg. Und dann bin ich abgehauen. Okay, und hast du dann Kontakt? Kann man da mit irgendwem reden, oder? Ja, ich habe mit Siegwin geredet. Das ist der mich gestern verpfiffen hat. Er schwört, dass er mich extra lautstark verpfiffen hat, damit ich Zeit habe, wegzurennen. Ja. Und mit wem müssen wir da reden, damit das geklärt ist? Ich habe keine Ahnung. Was hast Vielleicht du getan? Vielleicht wächst da Gras drüber. Okay, pass auf, setz dich mal hin. Ich habe Hunger, ich kann nicht. Mitchell, kannst du was zu essen besorgen? Ich habe so verhungert, wirklich. Ja. Okay, ich versuche dir das Szenario zu schildern, sodass es irgendwie Sinn macht. Ja. Also ich war im Stadtpark und da war eine Menschentraube. Ja? Irgendwann hat einer aus der Menschentraube gesagt, hey du da, du kriegst $500, wenn du den Typ mit Hemd verprügelst. Der Typ mit Hemd, der war ich. Das war alles sehr kontextlos. Ich habe nicht wirklich was gesagt oder gemacht, was das rechtfertigt. Wahrscheinlich wollte der sich einen Spaß machen oder so. Dann hat der Typ, der das Geld dafür kriegen sollte, das ist der Siegwin, auf den ich eben angesprochen habe, einen Baseballschläger geholt und wollte mich damit verprügeln. Mhm. Ich bin also weggelaufen, irgendwann hat er mich gestellt und dann hat sich im Gespräch herausgestellt, dass er sich für den gleichen Schauspieljob beworben hat wie ich. Kleinen Moment bitte kurz, ich muss da ran gehen. Mhm. Mr. Hill? Exzellenz! Ja, ich grüße Sie. Sie sollten gleich an Ihrem scheiß Don Rülsturm sein. Ich bin oben im Elfenbeinturm tatsächlich. Sie werden sich verantworten müssen. Vor dem Volk. Vor dem Volk. Vor dem verdammten Volk. Ja. Das ist richtig. Vor den Bürgern dieser Stadt. Sehen Sie das Glasfaserversagen und bezahlbares Internet. Okay. Ich bin gleich da. Ich würde gleich dazukommen tatsächlich. Ach, dazukommen? Naja klar, Sie haben doch schon das Volk da. Ja, absolut. Das Volk wird da sein. Aber wir sind ein ländliches Volk. Das Volk wird um Viertel nach ungefähr da eintrudeln. Viertel nach kommt das Volk. Machen Sie sich bereit und ich hoffe, dass Sie kleines Sicherheitsunternehmen, wie soll man das sagen, fähig ist. Nee, ich glaube, die Polizei ist da, aber ich mache mir keine Sorgen. Warum sollten Sie mir was tun? Wissen Sie,
einen heimsperren. Mhm. Dann kann man den Hund entführen. Aber nehmen Sie ihm nicht seine verdammte Bankrott. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, das verstehe ich. Wir sind Viertel nach da und dann hören wir uns das gerne an. Verstehen Sie, aber enden tun Sie trotzdem nichts. Es ist sehr schwierig, Sie zu verstehen, tatsächlich. Tut mir leid. Man ruft Ihre Hotline an. Ja, genau, wir gehen einfach ab. Und da geht einfach niemand ran. Sie kümmern sich überhaupt nicht um uns, aber Sie verlangen verdammt nochmal 300 Dollar monatlich. Genau. Ja, genau so. Ja, ich verstehe Sie ganz schlecht. Es tut mir leid. Die Verbindung ist abgebrochen, verdammt nochmal. Ah, unglücklich. Ja. Also pass auf. Der hat sich dann... Wo war ich? Ah ja, genau, der ist mit einem Baseballschläger hinterhergelaufen. Der Siegfried oder Frint oder so. Siegwind. Mhm. Und dann hat er mich gestellt. Mhm. Dann, bevor er zugeschlagen hat, kam raus, dass er sich für die gleiche Schauspielrolle beworben hat wie ich. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du mich nicht verprügelst, dann biete ich dir an, dass ich von dem Job zurücktrete. Also habe ich so getan, als wenn ich die Produzentin angerufen habe, damit er den Job kriegt, damit er mich in Ruhe lässt. Ja. Das hat auch geklappt. Dann hat er mich in Ruhe gelassen, Sache geklärt, supi. Dann kamen diese drei Kleinkriminellen wieder. Ja. Und einer davon wollte sich immer noch mit mir streiten. Dann hat er angefangen, mich zu schlagen. Es gab eine kleine Schlägerei, die er haushoch gewonnen hat. Aber das war noch nicht alles. Dann hieß es immer noch, Siegwin, wenn du den verprügelst, kriegst du Geld oder so. Es ging sehr schnell, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, Siegwin, wenn du mich verprügelst, dann mache ich das mit dem Anruf rückgängig. Aber wenn du diese Rolle behalten willst, dann verprügelst du jetzt stattdessen die. Und er hat sie verprügelt? Er hat seinen Baseballschläger genommen, Betsy, und hat alle drei mit einem Schlag nacheinander ausgeschaltet. Großartig. Der eine hat versucht, sein Messer zu ziehen, aber der kam nicht dazu. Bevor er den ersten Stich machen konnte, hatte er Betsy im Gesicht. Solche Versager. Ja, dann lagen die da alle. Und jetzt sind die wohl sauer auf mich, weil ich diesen Siegwin manipulativ gegen die gewendet habe. Sie haben doch genau das Gleiche getan. Ja, ich weiß, aber das ist denen scheißegal. Ich habe eben mit Siegwin telefoniert und er hat von denen die Anweisung, dass er mich sofort... Naja, dass er wie eine Ratte sein soll. Sobald er mich sieht, soll er mich verpfeifen. Die sind hinter mir her, hat er gesagt. Die haben das nicht vergessen, hat er gesagt. Und die haben Siegwin auch schon öfter abgestochen und auf ihn niedergeschossen. Was? Ja. Er nennt die zwar Kleinkriminelle, aber die schießen auf Leute und alles. Schön. Ja, schön. Schön, bis die bei mir sind. Reden, was hast du wieder getan? Ja, eigentlich nichts. Ah ja. In solchen Situationen gerätst du aber leider auch nur du. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, du weißt auch nicht wieso. Was ist denn jedes Mal so? Ich habe nichts gemacht. Ist dir eigentlich klar, dass wir gerade eine Demonstration des Volkes vor unserem Büro haben, wegen schlechten Internet? Ich habe mich um wichtigere Dinge zu kümmern, als die Tatsache, dass du von Kleinkriminellen bedroht wirst. Okay, Kleinkriminelle mit Pistolen, Messern und sonst was. Mein Gott, ich habe auch eine Pistole dabei. Ja, aber du schießt nicht einfach jeden... Okay, du schießt mich nicht nieder, also ist mir das egal. Ja. Die wollen mich niederschießen, also ist mir das nicht egal. Und hast du den... Bist du auf die glorreiche Idee gekommen, da mal einen Kontakt aufzubauen, um zu fragen, was das soll jetzt? Ja, wie gesagt, ich habe den Siegwin angerufen, aber er wollte mir keine Nummer geben. Das Einzige, was er gesagt hat, ist Kamillentee. Dann verdammt nochmal, dann ignorier das einfach. Die werden dich doch nicht finden. Guck mal, wie du aussiehst. Okay, ja, okay. Alles klar. Kennen die deinen Namen? Die denken, ich heiße James. Ja, come on. Siegwin denkt auch, ich heiße James. Wir fahren jetzt erstmal rüber zum Schwarzwassertower. Da kannst du dich der Demonstration des Pöbels anschließen und sagen, dass du wütend bist. Und dann werde ich da Rede und Antwort stehen erstmal. Okay. Mitchell, ich danke dir für das Essen. Weswegen bin ich wütend? Ja, weil das Internet so schlecht ist. Mir doch egal. Wir treffen uns am Tower. Okay. Ja, pack da einfach irgendwo und mach da dann mit. Okay. So. Es soll jetzt schon ein Mob oder das Volk am
am Tower sein. Wir werden sehen. Ich hoffe, die sind nicht so gewaltbereit, ansonsten müssen wir uns da verkrümeln. Na, die Polizei steht schon hier unten. Hier ist ja gar nichts. Nee. Der Mob. Naja, umso besser. Ich pack das Auto trotzdem mal ein, sicher. Sicher. Ah, mein Gott. Und da vorne ist schon jemand verunglückt. Tja, irgendwie sind hier mehr Demonstranten als mehr Polizisten als Demonstranten. Demonstrieren die vielleicht auch einfach gerade? Kann ja sein. Gut, wir warten dann hier einfach auf, dass was kommt. Du kannst ja da drüben schon mal rumgucken, was so los ist. Wo? Auf der anderen Seite? Ja, ja, klar. Ja, ja. Hast du was gesagt? Ja, ich sagte ja. Okay, ja, okay. Da wird nur irgendjemand verarztet, mehr konnte ich nicht sehen von hinten. Ja, wer weiß, was da passiert ist. Schon wieder so ein verrückter Tag. Oh, ja, aber ich glaube, der toppt gestern nicht. Nee, das angekündigt? Auf Wienert oder so? Kann doch sein. Eindruck von dem Fleming? Sehr nett. Aber mal gucken. Also in Wien ist nichts. Nee, gar nichts. Für irgendeine Geburtstagsparty. Naja. Aber da stehen zumindest schon mal ein, zwei weiße Autos. Ja, das ist ja okay. Gucken wir aber schon. Nee, leider nicht.
Oh, ich sehe die ersten Schilder. Oh, die sind wütend. Oh. Moment, demonstrieren die vor dem falschen Turm? Luca? Manfred, das nimmt hier langsam Form an. Ja, die demonstrieren aber vor der falschen Turm. Ja, ja, das ist denen bewusst. Die versammeln sich hier erstmal. Ah. Es hat sich gerade über die Leitstelle gemeldet worden, dass sich eine Ultras-Gruppe noch bildet. Die soll wohl gleich noch kommen. Mhm. Die planen, das Gebäude zu stürmen und deine Server zerstören zu wollen. Nee, kommen sie nicht rein. Okay, ja, ich wollte nur sagen, ne? Also, ich glaube, dass das die Hill-Gruppe sein wird, weil die fehlen noch nicht. Ich sehe Hill noch nicht. Ja, ja, nee, die kommen, die kommen ja nicht rein. Alles gut. Das, ich kenne das. Das sind so Hooligans, die spielen auch Fußball. Und die Fußballspieler, die atmen immer aus. Also, die machen da keinen Spaß. Also, ja, aber wenn sie gewaltbereit werden, wenn sie gewalttätig werden, dann und dann versuchen sie ja ihre, dann werden sie ja nicht ernst genommen. Und hier sind und auch Polizisten. Hier nur rum, wir wollen Glasfaser, also das macht gar keinen Sinn. Ja, ja, das. Oh Gott, Shakira ist da. Ja, das. Macht sie da. Ist doch gut. Ja. Lass sie doch erstmal. Hauptsache, sie tun niemandem weh. Ja, das ist die Hauptsache, ja. Genau. Wir bleiben jetzt hier vor Ort, ne? Genau. Wenn was ist, sag mich. Mach ich. Ach Gott, die fangen jetzt ein, die schreien hier mit dir aus Ohrvoll. Okay, alles klar, man, wir hören uns. Bis dann. Die rufen, wir wollen Glasfaser. Ah ja. Aber wir bauen noch Glasfaser aus. Ja. Hätten die mal bei der Leitstelle angerufen, das hätte ich ihnen sagen können. Nehmen Sie mal die Leitstelle wieder an. Gut. Oh. Weil wir an der Leitstelle schon. Nicht die vom Kongo? Das kann sein, ja. Die von der kongolesischen ja, ja. Republik. Wir brauchen irgendwie einen Redelsführer oder sowas. Oder ein Bier. Kongolesische Republik. Sind laut, genau. Weil ihr an der Leitung schraubt. Moin. Wir sind laut. Ich kann sie gerade nicht verstehen. Weil ihr an der ja. Leitung wollen wir mal beiseite gehen? Ja, wäre glaube ich ganz gut. Na klar. Hallo Herr Lind. Hallöchen. Ich kann sie gerade nicht verstehen, wenn die da so rumbrüllen. Ja, ja. Das ist mal ein bisschen schwierig. Wir würden gerne ihre Sicht der Dinge, was hier jetzt gerade passiert, gerade auch, also ob sie einen Kommentar dazu abgeben möchten. Naja, die Bürger machen ihr Gebrauch von ihrem Recht, dass sie demonstrieren dürfen. Das schränke ich nicht ein. Ich begrüße sowas. Okay. Am Ende des Tages ist das ihr gutes Recht. Ich weiß ehrlich gesagt nur noch nicht, wofür sie demonstrieren. Das ist mir nicht klar, aber vielleicht erfahre ich das noch. Okay, gut. Sehr schön. Dann, vielleicht haben sie ja ihren Rudelsführer da gleich gefunden und ja, das kann sein, aber bis dato weiß ich es noch nicht. Aber für mich stört sowas nicht. Ich finde sowas eher gut, weil die Leute sich dann engagieren. Mhm. Und die Leute sollen sich engagieren. Das ist ja auch wichtig, gerade mit dieser politischen Bewegung der letzten Tage. Laut, weil ihr an der Leitung schraubt. Weil wir an der Heizung schraubt. An der Leitung. Ich glaube, es war eher die Leitung. Lensch. Hallo Herr Lynch, habt ihr schon mitgekriegt, was vor Ihrer Tür passiert? Ja, ja, ich stehe direkt davor mit der Polizei hier gerade. Ist anscheinend eine Demonstration. Wir versuchen aber noch herauszufinden, wofür. Kann ich Ihnen sagen. Ja, wofür? Die Herrschaften meinen, dass sie das Netz bei den Herrschaften ziemlich gedrosselt hätten, beziehungsweise allgemein, dass das Netz nicht ausgebaut wird. Das ist wohl eine ziemliche Instabilität hätte und wenn man den Travel anruft, hat der Herr ziemlich große Leitungsprobleme. Okay, verstehe ich. Ja gut, Herr Kreuzer, danke für den Anruf. Ich kümmere mich da gerade drum. Ist ja halt gerade hier ist ja einiges los, ne? Ja, ich bin auch da gerade, weil... Schnappen Sie sich ein Schild! Ich schnapp mir doch kein Schild, ich stelle mich eher so... Ja, genau. Das ist, ja.
Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ja. Ja, mal gucken, wie das hier noch wird. Also, ich darf schmunzeln. Ja. Ich muss mal mit der Presse reden, Kreuzer, ne? Wir reden später. Mhm. Herr Rettich? Das freut mich sehr zu hören. Herr Rettich? Dankeschön. Der steht ach da. Ach Gott, ich hab sie nicht. Nein. Oh mein Gott, das ist ein Double. Mein Gott. Gar kein Problem. Oh Gott. Wo gibt's mehr Rettich? Ja, ja, ich warte, bis er wieder da ist. Ich werde jetzt nicht hinterher rennen. Meine Güte. Nicht mehr Rettich. Mein Kollege. Ja. Ich habe das Gefühl, die wissen nicht ganz wohin. Ja, irgendwie machen die das also, jetzt über die Straße. Mhm. Die sind wütend. Ja. Mein Gott, jetzt wird hier die Straße abgesperrt. Das ist natürlich jetzt hier auch ärgerlich, ne? Ja? Mein Gott, mein Gott. Meine Güte. Tja. Also ich will mich jetzt nicht lustig darüber machen, aber naja, gut. Vielleicht war das mit dem Kongo alles erfolgreich und jetzt müssen wir nur noch warten, was hier passiert, aber... Ich habe eher das Gefühl, die wurden bezahlt, aber denen wurde nicht genau gesagt, was sie hier machen sollen. Oh. Reden! Hey! Hey! Willst du irgendwas Bestimmtes wissen? Da oben sitzen sie, nee. Da oben stehen sie. Ach nee, da oben. Es geht los, ich muss auflegen. Spöttisch, ihr verdammtes Sakra ja. Auf uns herunter. Monopolisten, also, Mogule, halbe Zaren. Ich geh mal hin. Sie mögen ihre Leibeigenen sein, aber wir sind ihre bandbreiten Leibeigenen. Tote Kapitalismus! Halleluja, meine Freunde. Wir sind heute hier. Scheiß Monopole! Weil ein verficktes Unrecht geschieht. Wir ist sind so heute was? Vor diesem verdammten Rapunzelturm, weil da oben reiche Geldsäcke sitzen, die sich lieber da schöne Elektro-Porsche anschaffen. Genau. Der soll runterkommen hier, richtig. Die sich lieber irgendwelche bonzigen S-Klassen anschaffen. Dann sollen sie draufhauen. Die Bürger fair einzusetzen. Carino, demonstrieren Sie auch. Die klauen das Internet. Denn Laser, wir sind das hier ist das falsche Schild. Wir sind laut. Was? Weil man uns nein, die passt schon. Klaut. Ja. Sprecht mit mir, Freunde. Wir sind hier und wir sind laut. Weil man uns die Leitung klaut. Mein Internet war super. Ihr habt keinen getötet. Das ist. Mr. Hill. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mr. Hill? Der hat bestimmt Premium gezahlt. Was ist denn hier los? Hier sind wir mal mit. Mr. Hill, hallo? Ich bin jetzt einfach. Das ist doch verdammte Kacke. So, Leute! Lassen wir! Uns das gefallen! Haben Sie das Schild selber gemacht? Nein! Wollt ihr Internet? Was wollen Sie von mir? Ja! Ja. Die sollten da oben stehen! Verkauft euch Internet! Nee. Was? Hat sich verantwortlich. Ja. Du unterstützt das Monopol? Bist du bescheuert? Scheiße, der ist ein von denen! Ich hab keinen Vertrag bei diesem scheiß Cola-Fabrik hier! Bist du einer der Lobbyisten von dem? Wurdest du gekauft? Ich wurde nicht gekauft, ich hab einfach kein Internet. Der Fano ist korrupt, der wurde gekauft! Ja, das der Fano wurde gekauft! Wegen Korruption! Habt ihr mal diese ganzen verdammten Influencer auf VNet gesehen? Was mit nein! Denen? Dafür geben die eure Gebühren aus. Aber nicht, wir können nicht etwa für Glasfaser oder für 5G. Nein, für verfickte Influencer, die irgendeine Scheiße schreiben, die erfunden haben. Aber davon sind auch Leute hier. Scheiße, nein. Und da steht er in unserer allen Mitte. Was? Weil er sich wie jetzt erkenne ich das. Hallo? Der CEO wusste es. Von dieser verdammten Drecksholding, die uns versklavt hat. Oh mein Gott. Statement, wir wollen Statement. Statement. Die dafür sorgt, dass ihr kein Porno mit 4K schauen könnt. Ein Statement. Ladies and Gentlemen. Pornhub in 4K. Moment, eine Frage.